geil aus auf der Kamera. Lecker? Jetzt habe ich Durst. Schabbel? Nein, Schabbel. Ja, ich mach. Zum Beispiel die spannende Doku-Reihe über einen Fake-Konzert. Guck mal. Alter, ey, 1,99. Aua. Oh. Tschüss. Das sind solche Penner, ne? Auf dem was mit Jogginghose ist. Hä? Was macht er? Hä? Ich hab den Fokus verkackt. Sag mal, wie viel hat gekostet? Alter, 66 Euro für nicht mal halb voll. Ja gut, 33 Liter, aber das ist übel viel. Alter, ey. Wir gehen jetzt zu Burger King, aber ich lasse die Kamera hier und... Ja. Also Leute, wir sind jetzt bei Burger King. Wir haben uns jetzt, also Fabian hat sich zwei Double Cheeseburger geholt. Ich habe mir hier diesen Plant-Based Whopper geholt und eigentlich haben wir jetzt beide zum Mitnehmen genommen, aber jetzt haben wir uns doch entschieden, uns einfach hier hinzusetzen, weil es draußen einfach eiskalt ist. Also tut mir leid. Mir fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht gesagt, wo wir überhaupt hinfahren. Wir fahren nach Wien und übrigens sind wir auch schon da. Da seht ihr Stahlbrücken. Stahlbrücken, die gibt es nur in Wien. Alte Corvette. Wir sind jetzt übrigens schon seit 4 Stunden in Österreich, haben einfach noch keine Maut bezahlt. Also, wir beschweren uns nicht, aber ich dachte, hier gibt es überall Mautstationen. Ich beneide die Österreicher einfach 1,32 Euro. Wir haben gerade gesehen, dass da einfach so ein Schloss ist und keine Ahnung, ob das eine Sehenswürdigkeit ist, aber... ich glaube schon. Ja, ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan von Wien. Wir sind angekommen, ich Vollidiot hätte das eigentlich auch filmen können. Jedenfalls kommt man hier so rein und dann ist hier so unser Zimmer, wir haben eine Glotze, wir haben ein Doppelbett, da liegt irgendwer. Alter, ich hätte gedacht, du hast jetzt getroffen. Hier ist Badezimmer, ist einfach das heftigste Badezimmer überhaupt. Was ist das hier überhaupt? Ach, eine Steckdose. Das hier ist übrigens unsere Aussicht. Also man guckt hier so raus, das läuft direkt hier. Da die Fußgängerzone und hier ist die Fußgängerzone. Und da hinten sieht man einfach irgend so eine Kirche. Keine Ahnung, was für eine Kirche. Aber es ist eine Kirche. Look at this, guys. It's just amazing. Und da ist, glaube ich, Huawei oder so. Ja, Huawei. Und da fährt eine Tram. Schon krass, ey. Das sieht man einfach so vom Fenster aus. Weißt du, wenn ich bei mir zu Hause aus dem Fenster rausgucke, sehe ich, was sehe ich da? Nix. Hier ist der Aussicht. Der Aussicht. Wir sind auf jeden Fall fett, liegen jetzt hier einfach ein bisschen rum. Wir haben Jetlag nur ohne Jet und ohne. Wir haben Jetlag nur ohne Jet und ohne Lag, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob Abend wäre. Dabei ist gerade mal 15 Uhr oder so. Und ja, wir legen jetzt einfach noch ein bisschen rum, chillen ein bisschen und ich denke mal, später gehen wir noch irgendwo essen. Ich gehe jetzt duschen. Ich hab noch nie so einen Was mach ich hier überhaupt? Was machen wir jetzt? Wir gehen essen. Wir gehen jetzt was essen und ich lasse die Kamera aber hier, weil Essen ist jetzt nicht so interessant.
das nicht ein cooler Shot? Nice. Ich hab's zwar gesagt, wir gehen was essen, aber irgendwie ist bei uns in der Fußgängerzone kein einziges Restaurant, sondern nur so schnell im Bespoon und deshalb haben wir uns jetzt hier einfach nur so Asia-Reis geholt. Nächsten Tag. Ich bin dumm und hab gestern nicht mehr gefilmt, aber wir gehen jetzt in die Stadt raus, es sind irgendwie 12 Grad und deswegen, ja, gehen wir jetzt in die Stadt. Wir sind in der Stadt angekommen, beziehungsweise wir sind einfach nur aus der Tür rausgegangen. Wien ist echt eine schöne Dingsbums hier Stadt, ne? Da hinten ist auch diese Dingsbums, die Einkaufsstraße, die man von uns am Fenster aus sieht. Hier ist unser Hotel, das war schon. Wir kennen uns null aus in der Stadt, wir laufen einfach hier über so Schienendinger drüber. Keine Ahnung, ob wir es überhaupt dürfen, aber ich sehe keinen anderen Weg. Die haben jetzt Rote. Eigentlich, ja, wir haben Rote. Wir gehen jetzt in so ein Einkaufszentrum, das ist halt ohne Witz irgendwie 100 Meter von unserem Hotel. Das ist das hier. Wir gehen jetzt da rein, ein bisschen Zeug kaufen. Cola müssen wir kaufen. Müssen wir natürlich. Und ich habe nur eine Hose eingepackt, weil ich bin dumm. Haftbray Deo und sowas, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal ein bisschen darum. Leute, guckt euch das an. Ich glaube, das ist das heftigste Einkaufszentrum, das ich je gesehen habe. Wir haben jetzt doch nichts gekauft, weil die einzige Drogerie da drin Müller war und der hatte irgendwie noch zu. Und deswegen gehen wir jetzt einfach ja, in die Stadt und gucken, ob da schon irgendwas offen hat. Aber eigentlich ist es Montag, also eigentlich müssen die offen haben. Was? Manche Leute verstehen einfach nicht, dass ich einfach Vlogger bin und mein Leben teilen muss mit anderen Menschen, weil mein Leben ist einfach das Aufregendste der Welt. Oh, Polenta. Ich glaube, das hier ist das Kunstmuseum. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, deswegen bin ich übrigens hier. Ich überlege mir, diese Immobilie zu kaufen, weil, ja, ist schon ganz schick so eigentlich. Halt's Maul. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber das sieht schon ganz schön krass aus. Wir haben jetzt entschieden, dass wir beide einmal den Dom berühren müssen, einfach weil wir cool sind. Den kleinen oder den großen? Ja, gut. Das ist kacke. Ja. Wow. Jetzt noch den kleinen. Bist du ganz schön. Wow. Schon cool. Wir sind aus der Stadt zurück. Ich habe mir hier dieses T-Shirt geholt und noch das hier. Und Fabian hat sich diesen Pulli da geholt. Zeig doch. Unser Hotel heißt ja Intercity Hotel. Ja. Glaubst du, es heißt Intercity Hotel, weil es in der City ist? Wir haben jetzt den nächsten Tag, wir fahren jetzt heute nach Bratislava, irgendwie so, halt Hauptstadt von Slowakei. Hat nur eine Stunde von Wien, deswegen machen wir heute da mal einen kleinen Abstecher, waren jetzt gerade tanken. Ey, 1,40 Euro für Sprit. Ich habe schon lange nicht mehr so günstig getankt. Ja, jedenfalls muss ich jetzt bezahlen, obwohl es nicht mein Auto ist. Aber naja, er hat halt den letzten Tankstopp bezahlt, deswegen... Alter, sind da viele jetzt Häuser. Wir sind angekommen, die Fahrt war übel komisch, weil wir irgendwie nur Landstraße gefahren sind und wir waren auch gerade eben irgendwie in so einem, wir haben einen Parkplatz gesucht und wir waren dann irgendwie so ein paar Annahmen-Dingsbums drin, wo eigentlich nur LKWs reinfahren dürfen. Ja, jedenfalls jetzt haben wir einen Parkplatz gefunden und jetzt sind wir im Einkaufszentrum, das heißt Jupa. Aupa. Wir haben uns jetzt beide hier so einen normalen Bubble Tea geholt, weil gestern habe ich einen Bubble Tea getrunken, direkt in Wien da in der Fußgängerzone geholt, da war einfach irgendwie so Käsekuchen und Sahnecreme oben drauf. Das war total widerlich. Aber jetzt haben wir ganz normalen, ich habe Mango-Tee mit Lychee-Bubbles und du hast Wassermelon-Tee mit was für Bubbles? Mit Erdbeer-Bubbles und Kokosstückchen-Zeug. So kenne ich Bubble Tea. Wir haben ausgetrunken und jetzt fahren wir auch wieder nach Hause, weil irgendwie gibt es hier doch nicht so viel in diesem Einkaufszentrum. Wie spät ist es überhaupt? Keine Ahnung. 13 Uhr gleich. 13 Uhr, also irgendwann jetzt demnächst sollten wir auch mal vielleicht was essen. Okay Leute, Fabian bezahlt gerade für den Parkplatz. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Unsinn, wenn er zurückkommt. Zwei Stunden später. So die Zahlen.
als ob null. Ja, aber wir haben nicht. Aber nicht so lange hier standen. Ich hab ganz auf Shit gemacht, als du nicht da warst. Nee. Normalerweise darf ich gar keinen Shit machen. Okay. Initiative Österreich impft. Wir fahren jetzt jedenfalls wieder nach Hause, weil die 4 Tage, in denen wir jetzt hier waren, einfach ja, vorbei sind. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause, beziehungsweise Richtung nach Hause. Danke. Ich bin Manuel Huber und Pate der Kindernothilfe. Jetzt bei Kiko! Das wäre einfach nicht anders.